Es begann, als eine einzige winzige Kätzchen durch die Türen des Tierheims gebracht wurde. Das Tierheimpersonal nannte ihn Whiskers wegen seiner entzückenden, zuckenden Schnurhaare, und er war perfekt gesund. Mehrere Tage vergingen, und an einem düsteren Nachmittag wurde ein schwaches und zitterndes Welpen am Straßenrand entdeckt. Das arme Ding sah verloren, hungrig und verängstigt aus. Der Tierarzt des Tierheims nahm ihn in ihre Obhut und entdeckte, dass er nicht nur mit Erkältung und Hunger zu kämpfen hatte. Der Welpe litt an schwerem Glukosemangel, der seine Gesundheit beeinträchtigte. Er war schwach, elend und seine Genesung verlief quälend langsam. Zusammen mit dem engagierten Tierheimpersonal scheute sie keine Mühen, um den Welpen wieder gesund zu pflegen. Sie verabreichten ihm seine Medikamente, gaben ihm nahrhafte Mahlzeiten und trösteten ihn in seinen verzweifelten Momenten. Doch die Augen des Welpen blieben voller Traurigkeit und seine Tage schienen endlos zu sein. Dann kam der schicksalhafte Tag, an dem das Tierheimpersonal beschloss, Whiskers, das Kätzchen, in dasselbe Gehege wie den Welpen zu setzen. Die Idee war einfach. Vielleicht könnte die Anwesenheit eines Katzenfreundes die Einsamkeit des Welpen lindern und einen Hauch von Hoffnung in sein düsteres Dasein bringen. Im Moment der Einführung geschah etwas Magisches. Whiskers, mit seinen verspielten Streichen und seiner unendlichen Energie, brachte Leben und Licht in die Welt des Welpen. Das kleine Kätzchen schnurrte neben seinem Hundegefährten und der Welpe versuchte trotz seiner Schwäche mit dem Schwanz zu wedeln. Ihre Freundschaft blühte sofort auf, und während sie in der Wärme des anderen schwelgten, begann der Welpe Anzeichen von Glück und Aufmerksamkeit zu zeigen. Die Anwesenheit des Kätzchens hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Genesung des Welpen. Das kleine Kätzchen kuschelte sich neben den Welpen und bot Trost und Zusicherung, und die Stimmung des Welpen stieg. Eine Woche später testete Dr. Thompson den Welpen erneut. Die Ergebnisse waren nichts weniger als wundersam. Seine Gesundheit hatte sich dramatisch verbessert. Eines Tages betrat eine liebevolle Familie das Tierheim, um eine neue pelzige Familienmitglied zu adoptieren. Als sie die berührende Geschichte der Freundschaft zwischen Whiskers und dem Welpen hörten, konnten sie es nicht übers Herz bringen, sie zu trennen. Die Familie traf die herzerwärmende Entscheidung, beide Freunde mit nach Hause zu nehmen und sicherzustellen, dass sie für immer zusammenbleiben würden. Das Schicksal hatte diese zwei unzertrennlichen Freunde in das Leben des anderen geführt, und ihre Geschichte fand in einem neuen Zuhause voller Liebe und Wärme ihre Fortsetzung. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.